Bäume fällen. Oh nein. Oh nein. Bäume fällen ist so eine Stahl Sache. Gegen Holz. Da kannst du den halt auch absolut nicht einschätzen. Hier sollst in einer Minute so viele Bäume wie möglich fällen. Nein, als erstes bist du an der Reihe. Wer? Ich? Gut, dann fang mal an. Komm schon. Mann! Ruhig. Ich muss halt immer, ich muss irgendwie im Rhythmus hin und... Oh, hin und her. Knubbelpups. Da brauchen wir ein bisschen Gefühl. Denk dran, die Bäume können sich nicht wehren und auch nicht wegrennen. Ja, das ist aber traurig. Ich finde, sie sollten eine Chance bekommen. Ach stimmt, wir können ja auch umknicken. Alter, wie schlecht ist das denn? 5. Komm, den nehmen wir noch mit. Eieiei. Wenn du bereit bist, bitte. Ich glaube, dass wir da besser machen. Es sei denn, er kann mit dem Druck nicht leben und, An seiner Stelle wäre ich auch geknickt. Ach, Steven, bitte. Steven, echt jetzt, ne? Das, also, nur langsam können wir da wirklich Schmerzgeld für verlangen. Ich weiß, jetzt schon beim zweiten, jetzt schon beim dritten. Ich glaube, das wird der Stefan holen. War das schneller? Kann sein. Eigentlich haben wir die letzten Male beim Bäumefällen immer gut gemacht. Im Protokoll steht dann, dass der Baum zuerst geschubst hat. Ja, das sieht soweit gut aus für dich. Ja, das ist Stefan. Das ist der Stefan. Der Stefan sein Spiel. Oh, jetzt wird's aber knapp. Der war aber schon morsch. Kannst doch eigentlich aufhören, Stefan. Wir haben's doch schon gesehen. Hör doch mal jetzt auf hier wieder. Er muss natürlich seine Kraft beweisen hier, ne? Er muss zeigen, wie geil er doch ist. Er könnte sogar mit seinen Zähnen können einen Baum fällen, aber ist egal. Ist egal. Das war irgendwie klar, dass Stefan Bäume fällen gewinnt. Klar war das klar. Alter, diese Kommentare. Das ist ja schlimm. Wie sieht denn der Zwischenstand aus? Alles cool. Alles cool. Stefan hat wieder ein Spiel gewonnen. Wir brauchen nur das nächste Spiel gewinnen, dann ist alles easy. Selbst dann, wenn wir das jetzt verlieren, dann ist auch noch alles easy. Also wir haben noch 3 Spiele Zeit, um hier den Sieg nach Hause zu holen. Dieses Spiel kann das letzte sein. Fehlerbilder. Oh, warte mal, da sind wir aber sowas von dabei. Okay. Wir suchen Bilderfehler in Fehlerbildern. Ha! Ihr spielt gleichzeitig. Ha. 2 Bilder werden gezeigt. Auf dem rechten Bild hat sich ein Fehler eingeschlichen. Buzzt, sobald ihr den Fehler gefunden habt und markiert ihn. Ist die Markierung falsch, bekommt euer Gegenspieler einen Punkt. Richtig. Richtig. Das Spiel beginnt. Viel Glück. Okay. Oh, die Büroklammer, die linke. Ja, mach, Stefan. Hä? Stefan! Hallo! Die Eieruhr ist abgelaufen. Hier ist die richtige Antwort. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der ist irgendwie besoffen oder so. Ich habe keine Ahnung. Der ist ausgepowert noch vom Bäumefällen. Dann machen wir mal voran. Nicht vorsagen, bitte. Nein! Ich hab mich vertan. Nein, scheiße. Ich dachte hier, das wäre nicht da. Fuck. Das war's leider für dich. Korrekt, Alter. Ist... Ah. Obacht. Wir machen Obacht, weiter. Vorsicht, Leute. Ich hab mich vertan. Das ist richtig. Du hast gute Augen. Danke, Steven. Danke. Und munter weiter. Das war easy. Richtig und vor allem schnell erkannt. Okay. Vorsicht. Dann starten wir mal die nächste Runde. Noch ist hier nichts gegessen. Hä?
ist der Wie Fehler. Offensichtlich ist das denn? Ich habe die ganze Zeit nur hinten auf die Bäume geguckt, ne? Alter. Bravo, du hast den Fehler gefunden. Da würde ich mich schwer tun. Aber gut. Glühbirne fehlt. Und das ist in der Tat der Fehler. Komm, Kuril Poops, jetzt mach mal hier nicht schlapp. Mutig schreiten wir voran. Fehler gefunden. Ach. Bravo. Die Farbe. Was wollte ich? Ach ja. Boah, ist das eklig. Was jetzt? Diese Stelle ist der Fehler. Super. Das wird euch gefallen. Lol. Was ist das denn für ein Fehlerbild, bitte? Was ist das denn für ein Fehlerbild? Das ist anders. Achtung, es geht weiter. Okay, komm. Nein. Nein, sag mir bitte nicht, dass... Gut erkannt. Oh, Stefan hat eindeutig das bessere Auge. Und sogar zwei davon. Leck mich am Zückerli, ey, das gibt's doch nicht. Erzähl mir doch nichts, ey. Dann Fehlerbild. Wir mal kurz das Zwischenresultat ein. Fehlerbild haben wir immer geholt. Wir haben's immer geholt, Mann. Wir hätten nur noch einen fucking Punkt gebraucht. Nun, Pups, jetzt mach nicht schlapp, komm. Jung, wir müssen hier... Ein Spiel gewinnen. Einfach ein Spiel gewinnen. Dieses Spiel kann das letzte sein. Einfach nur gewinnen. Ein Spiel. Kerzen anzünden. Das war's. Wir sind tot. Wir sind tot. Das, Leute, wir sind tot. Das ist wie Armbrustschießen für uns. Das, wir sind tot. F in Chat, Alter. Ihr wisst Bescheid. F in Chat. Wir sind tot. Das ist einfach so. Da sind wir RIP. Da sind wir RIP. Dies ist ein gefährliches und für manche vielleicht sogar ein verstörendes Spiel. Ja. Ihr spielt abwechselnd. Ihr sollt mit einem einzigen Zündholz so viele Kerzen wie möglich anzünden. Dafür habt ihr eine Minute Zeit. Bewegt euch nicht zu schnell, sonst geht das Zündholz aus. Wer die meisten Kerzen anzündet oder alle in der kürzesten Zeit anzündet, hat gewonnen. Ich bin froh, wenn ich zwei Kerzen schaffe, ne? Das ist halt so scheiße, das Spiel. Es ist so scheiße. Hört auf so klatschen, ihr braucht nicht klatschen. Und puff, das war's. Wir haben drei geschafft, ja. Das war nice. Drei ist mein persönlicher Rekord. Wir sind normalerweise immer bei einer stecken geblieben. Los, zeig's uns. Aber Stefan wird das natürlich gewinnen. Das brauchen wir uns jetzt auch gar nicht angucken. Das macht er natürlich super. Das ist einfach, das ist wirklich mit das schwierigste Spiel, finde ich. Das ist wirklich hart. Super, Stefan, da hast du dich aber ordentlich angestrengt. Ja, oh mein Gott. Ist noch Feuer. Oh mein Dann Gott. Dann zählen wir mal Pünktchen. Oh nein. Alter, bitte nicht. Dieses Spiel kann das letzte sein. Kopfrechnen. Du willst mich doch verarschen. Warum? Warum? Nein!
kommen diese beiden Spiele zuletzt? Wieso? Steven, dann hast du doch deine Finger im Spiel, Alter. Okay, es gab Shows, da haben wir Kopfrechnen gewonnen, ja? Die sind nur leider sehr, sehr selten. Es ist das letzte Spiel und deswegen wird wahrscheinlich KI-Stefan wieder sowas von zuschlagen jetzt. Wie in der guten alten Schule müsst ihr jetzt Kopfrechnen. Ihr spielt gleichzeitig, löst die Kopfrechnung, dann buzzt, um zu antworten. Wenn die Antwort falsch ist, bekommt euer Gegner einen Punkt. Der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Scheiße. Wir starten. Jetzt wird es spannend. Oh, fuck. Was ist das? 100... Fuck. Weiß ich nicht. Das war wohl... Was ist... Das 24. Kann ich besser. In diesem Fall wäre das richtig. Scheiße, Druck ist tot. 24. Neue Runde, neues Glück. Oder so. Ich hab komplett falsch gedacht. Ah, oh, schön. Junge, komplett tot, Alter. Komplett Brain AFK. Richtige Antwort. Was war das denn? So, pass gut auf. Was war das denn? Oh mein Gott, wir sind tot. Stefan. Stimmt. Wir sind tot. Es geht weiter. Sehr aufregend. Das war's. Ja, das war richtig. Wow. Geil. Eine neue Runde beginnt. Ich bin für Kopf. Was ist denn das? Scheiße! Falsch, falsch, falsch. Feierlich. 122, ich wusste es doch. Die richtige Antwort. Nein. 121. Ach, 121, ja, mach ich doch. War das genau das? Wollt ihr weitermachen? Alter, egal, ist das... ihr müsst. 6. Gut gemacht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das war's komplett. 17 plus 10 sind 27, das sind 33? Nee, 32 mal 3. Das ist nicht korrekt. Nein! Die gültige Antwort lautet wie folgt. Ich bin so tot, Alter. 96. Strenge Rechnung, gute Freunde. Ich habe nicht 27 gesagt, nein. Ich habe gerechnet, ich habe mit mir selber gesprochen. Möchte... Oh nein, wie traurig. Schlachtvieh. Tja, es kann nur einer überleben. Also, gewinnen. Wer will nochmal und hat noch nicht? Wie wirst du denn von deinen bunt gemischten Kandidaten hier frisch zur Auswahl? Jung und dynamisch, was kann da noch schiefgehen? Schlag den Rab, einer muss es doch schaffen. Willkommen und viel Spaß. Ey, Alter. Dass wir das... Dieses Spiel kann das letzte sein. Kopfrechnen. Okay, eine neue Challenge, Kopfrechnen. Dann wollen wir mal sehen, wie gut euer Rechner im Kopf... So, Leute, lasst uns beginnen. Da kennt sich wer aus. Seid ihr noch konzentriert und motiviert? Gut, dann weiter. Jawohl, ja. Interessant. Stefan, super. Na, ihr werdet ins Schwitzen kommen. Weiter so. Und unser Spiel geht weiter.
Ja, Stefan, genau Stefan, klar Stefan. Bravo, richtig. Dann machen wir mal voran. Lol. Das ist korrekt. Ich bin ja ein Naturtalent. Ja, klar. Obacht, wir machen weiter. Das ist korrekt. Aber hallo, war ich gut. Knuddelpups, du bist der Sieger. Kopfrechnen scheint dir zu liegen. Wunderbar, so mache ich weiter. Halt's Maul. Nun der Zwischenstand. Halt's Maul, Donald, Alter. Halt's Maul. Nein, die Lichter sind ausgegangen. Wir haben das Spiel, das war eine Testrunde davor. Hallo. Alter. Da kann man nur neidlos gratulieren. Stefan zu schlagen ist nicht so einfach. Ich bin halt der geborene Sieger. Hör auf, Knuddelpups, lass es sein, bitte. Das ist nicht verdient. Wir hatten 3 fucking Chancen, ja? 3 Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Um komplett die Show zu gewinnen. Ich kann nicht drauf eingehen. Blut und Gedärme konnten wir Ihnen nicht bieten, aber jede Menge Spannung. Ich brauch... Bis demnächst. Tut mir leid, aber ich bin mir auch noch ich war verdient. No. Klasse.